Mein Name ist Silvia Hake, ich bin Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Und in den letzten Jahren sind eine Reihe von Büchern zum Thema Hochsensibilität von mir erschienen. Heute möchte ich dir mein drittes Werk vorstellen. Das heißt, wenn Frauen zu viel spüren, Schutz und Stärkung für Hochsensible. Es ist im September 2017 beim Verlag Drömer Knaue erschienen. Und es war mir ein ganz besonderes Anliegen, speziell ein Buch für Frauen zu schreiben. Und warum könnte es jetzt auch für dich interessant sein, dieses Buch zu lesen? Genau das möchte ich dir in diesem Video verraten. Vielleicht hast du auch schon andere Bücher gelesen zum Thema Hochsensibilität und fragst dich, ja, jetzt vielleicht schon wieder ein neues Buch, ne? Was kann mir das noch bringen? Und ich habe wirklich hier in diesem Buch ein ganz, ganz neuen Ansatz gefunden, mit dem Thema umzugehen. Und deshalb unterscheidet es sich von allen Büchern, die auf dem Markt sind dazu und auch natürlich von meinen Vorgängerbüchern. Zu Beginn des Buches findest du natürlich, auch wenn du jetzt zum ersten Mal ein Buch kaufst dazu, einen HSP-Test, wo du nochmal schauen kannst, wie stark deine Sensibilität ausgeprägt ist. Und dann geht es in den Folgekapiteln darum, speziell die sensitiven Frauen in ihrem Selbstwertgefühl und in ihrer weiblichen Kraft zu stärken. Und dann geht es schon gleich los mit den 7 Schlüsseln zur Stärkung der hochsensiblen Frauen. Und da arbeite ich ganz gezielt auch nochmal an der Selbstannahme mit meinen Leserinnen. Es geht dann auch ganz klar um die Themen, also den eigenen Körper anzunehmen und auch eine gute Selbstfürsorge zu entwickeln, was für viele Frauen ja auch ein Thema ist, denn die meisten Frauen finden sich ja irgendwie nicht hübsch oder zu dick oder zu dünn oder was auch immer. Also viele, viele haben wirklich ein Problem mit ihrer körperlichen Erscheinung. Und das hat natürlich auch mit unserer Leistungsgesellschaft zu tun, wo wir alle irgendwie so nach Optimierung streben. Und ja, ich führe dich also in diesen 7 Schlüsseln durch diese Themen. Und dann geht es auch natürlich nochmal um das Thema Unabhängigkeit, Abgrenzung, wirklich selbstbewusst zu sein und natürlich auch die sensitiven Qualitäten in dein Leben positiv zu integrieren und ihnen immer mehr zu vertrauen. Ja, also dazu gehört deine Intuition, ne, dein sogenanntes Bauchgefühl, alles, was vielleicht auch so ein bisschen in Wahrnehmungsbereiche geht, die außerhalb des Alltags liegen. Und da unterstütze ich meine Leserinnen dabei, diese Qualitäten wirklich voll zu integrieren und anzunehmen. Ja, von der Sprache her ist dieses Buch sehr angefüllt mit einer bilderreichen Sprache, die sich wirklich auf Märchen und Mythen bezieht. Deshalb gibt es auch im Buch immer wieder ja, Interpretationen von Märchen und auch Erklärungen von Märchen. Dazu gehört zum Beispiel die kleine Seejungfrau von Hans Christian Andersen oder auch das ganz berühmte Märchen Schneewittchen von den Gebrüder Grimm. Und wenn du dich dann wirklich damit beschäftigst, wirst du sehen, wie viel aus unserer Alltagssprache auch aus diesen Märchen wirklich, ja, aus diesen Märchen entstanden ist. Nehmen wir mal das Beispiel mit dem roten Faden. Und das ist auch so ein schönes Bild, auch im Buch mit dem Faden oder mit dem Textweben. Und diese Beispiele aus dieser Bildersprache, die gehen dann ganz, ganz tief in dein Unterbewusstsein und lösen dort auch entsprechend ja, Dinge aus, die jetzt für deine seelische Entwicklung wichtig sind. Und deshalb ist das Buch wirklich leicht verständlich. Es ist keine akademische Sprache, sondern es ist wirklich ein Text, den jeder verstehen kann, egal ja, welche Vorbildung da ist oder welche Bücher du vielleicht schon dazu gelesen hast oder eben auch nicht. Dann war es für mich noch ein ganz wichtiges Thema, meine Beobachtungen aus dem Coaching mit sensitiven Frauen in dieses Buch hineinzubringen. Und deshalb gibt es auch ganz viele interessante Fallbeispiele, wo also Frauen auch Einblicke in ihre Lebenswelt geben, wo wir dann ja auch aus ihren Themen auch für uns was mitnehmen können oder was reflektieren können und schauen, ja, wo kenne ich diese Themen auch? Und was ich wirklich beobachtet habe,
sind auch unterschiedliche Arten von sensitiven Frauen. Also nicht jede Frau, die hochsensibel ist, ist so der gleiche Typ von Frau. Und deshalb habe ich das, was ich wirklich beobachtet habe, versucht mal so in sieben verschiedene Typen zu beschreiben. Und ich nenne es die sieben Archetypen der sensitiven Frauen. Und dazu gehört eben die Künstlerin, die Heilerin, die Kindfrau, die Helferin, die Königin. Dann habe ich noch die Gelehrte und die Vielbegabte. Und allein anhand der Begrifflichkeiten wirst du vielleicht schon irgendwo eine Resonanz spüren, welcher Archetyp dich besonders anspricht oder wo du dich selber auch siehst. Und natürlich gibt es ja auch Mischformen. Also ich selber sehe mich so ein bisschen als eine Mischung aus der Künstlerin, Heilerin und der Gelehrten. Und das ist ein ganz spannendes Thema. Und in diesem Kapitel beschreibe ich eben die Licht- und die Schattenaspekte dieser Archetypen. Also wenn du da sehr verkörpert bist drin und auch die Entwicklungsaufgaben. Und so ist das auch wieder ein Thema, was sehr auf archaischen Symbolen aufbaut, wo wir wirklich so kulturell auch über die Märchen ganz stark damit verbunden sind. Und ja, also das hat mir ganz viel Spaß gemacht, dieses Kapitel, und auch wirklich so das Feedback meiner Leserinnen, die es bisher gelesen haben, war, dass sie sich dann wirklich sehr stark dort auch wiederfinden konnten und auch sich reflektieren konnten. Dann gibt es noch viele andere Kapitel. Ich nehme jetzt noch zwei nochmal stellvertretend heraus, die ich für ganz wichtig halte. Das eine ist das Thema über Beziehungen. Das ist ja ein Thema, was uns alle beschäftigt. Und also diese typischen Beziehungsthemen sensitiver Frauen beschreibe ich da bis hin auch zu der Frage einer möglichen Familiengründung oder auch Mutterschaft, Geburt, was ja auch wieder sehr weibliche Themen sind. Und dann gibt es noch ein ganz tolles Kapitel, auch sehr am Ende vom Buch, wo es wirklich noch mal ganz spezifisch um das Thema Weiblichkeit geht, nämlich der weibliche Körper und auch der weibliche Biorhythmus. Wir gehen ja alle durch verschiedene Zyklen im Leben und das wird in diesem Kapitel sehr schön beschrieben. Und da gibt es wirklich auch jetzt ganz tolle neue auch Frauenbewegungen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Ja, ob das die Menstruation ist oder ob das überhaupt auch die Lebensphasen sind einer Frau. Ja, also von dem Mädchen über die Pubertät bis zur erwachsenen Frau oder Mutter oder ne, wenn dann die Menopause kommt, ja, dass dann die älteren, weiseren Frauen wieder in eine ganz andere Lebensphase kommen. All diese Themen findest du in dem Buch zusammengepackt mit vielen praktischen Übungen, die du dann für dich in deinen Alltag integrieren kannst, sodass es nicht einfach nur eine Theorie ist, sondern dass du mit Hilfe dieses Buches auch ganz praktische Werkzeuge an die Hand bekommst, ob das Meditationen sind, ob das Übungen sind. All diese kleinen Puzzlesteine helfen dir wirklich, das Gelesene in deinen Alltag zu integrieren. Ja, ich hoffe, ich konnte dich jetzt begeistern. Und wenn du jetzt Lust und Interesse hast, dieses Buch zu bestellen, du findest hier unter diesem Video einen Link zu meiner Webseite und da geht es dann auch zu den verschiedenen Bestellungsmöglichkeiten. Das Buch ist im gesamten deutschsprachigen Buchhandel erhältlich und beim Verlag Drömer-Knaue erschienen. Ich würde mich freuen, wenn du nach dem Lesen des Buches eine Rezension für mich schreiben könntest, was das Buch für dich bewirkt hat. Und dazu kannst du dann entweder direkt auf meiner Webseite dann ja die Rubrik der Leserbriefe anwählen oder du gehst einfach auf eine der vielen Internetplattformen, die Bücher verkaufen. Also, ich würde mich freuen und bis bald.